Die Heimatbühne See begeistert ihr Publikum dieses Jahr mit einem klassischen Schenkelklopfer. Grüß euch gut in Stadt und Land, was gut auf jetzt miteinander. Eine Komödie spielen wir heute, wir sind sicher frei. Nach einer sehr turbulenten Saison letztes Jahr mit Don Camillo und Peppone haben wir heuer wieder ein bisschen was Ruhigeres ausgesucht. Ruhigeres aber eigentlich vom Stück her. Zum Lachen ist es wesentlich mehr. Wir haben eine richtig klassische alte Komödie herausgesucht. Kartoffeln sind das Brot der Armen, sagt der Herr Pfarrer, wenn er neben einem Schnitzel huckt. Also der Autor ist vor 50 Jahren schon verstorben, so alt ist diese Komödie. Die ist aber x-mal in verschiedenen TVs gespielt worden, weil es wirklich eine lustige Geschichte ist. Guten Morgen! Und um Himmels Willen, was ist denn mit dem los? Herr Eidertau, wir werden wenn er leben darf. Mit Schlagwaschen, Herr Eidertau. Ich habe das Glück, dass ich seit fast 20 Jahren bei diesem Verein dabei bin und offenbar das Stück es so zulässt, dass ich vom Alter her und vom Charakter her genau in diese Rolle hineingepasst habe. Und so habe ich die glückliche Situation jetzt, dass ich heuer eine der Hauptrollen ergattern konnte. Wärmen Sie eventuell verschillende Frauen? Verschillende Frauen? Ja. Warum nicht? Ja? Dann weiß ich, was ich dir muss. Es ist ein bisschen viel Text verbunden, das schon, also mit ein bisschen Lernen. Zum Teil sogar ein wenig Athletik verbunden, weil ich über den großen Schuh hinunterrutschen muss, mehrmals. Aber ansonsten eine schöne, lässige Rolle für mich. Thomas! Regina! Thomas! Regina! Es ist eigentlich für die Hauptrollen, sage ich, nicht unbedingt weniger Text, aber der Text ist bedeutend einfacher, weil es einfach wieder eher in die Mundart geht. Und letztes Jahr, da waren wirklich Ausdrücke dabei, die hat man müssen beinhart auswendig lernen. Heute ist es wieder ein bisschen angenehmer, alles zusammen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dort sind und trotzdem leben? Ich habe das Gefühl, dass Sie spinnen. Bei der Heimatbühne See freut man sich nicht nur über zahlreiche Zuschauer, sondern auch immer wieder über neue Gesichter bei den Darstellern. Gipsabdruck von Ihrem Kopf machen. Bin ich der Mozart oder was? Ich lasse euch von meinem Kopf keinen Gipskopf machen. Wir haben immer wieder Nachfrage. Es gibt immer wieder im Dorf Leute, die sagen, sie möchten gerne mittun. Und es ist eigentlich jetzt die letzten 10 Jahre, habe ich mich immer bemüht, neue Leute, neue Gesichter mit hineinzubringen. Das tut der Gruppe gut und das tut aber auch dem Publikum gut. Halt mich doch nicht für blöd. Der ist ja dort. Mach da. Jetzt ist es nummer. Jetzt lebt er wieder. Jetzt kriege ich mich nicht mehr aus. Wie nie denn dafür? Ja, Gott nicht. Es gibt Leute im Team, die haben letztes Jahr bereits mitgespielt im Hintergrund als Statisten oder mit einer ganz, ganz kleinen Rolle. Die haben jetzt heuer, nachdem man gesehen hat, dass sie sich sehr, sehr gut entwickelt haben, haben heuer schon eine bessere Rolle, eine größere Rolle kriegt. Ansonsten im Team, das bewährte Team, was wir immer schon gehabt haben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wieder zahlreiche Zuschauer kommen. Jetzt liegt es an Ihnen, ihn wieder im Standesamtsregister als lebendig einzutragen. Wie soll ich denn das machen? Das geht nicht so einfach. Ich trage schon halb als Neugeburt ein. Die Komödie wird noch bis 2. April jeden Donnerstag um 20.30 Uhr im Brisanersaal See gespielt. Die Derniere findet am Mittwoch, dem 8. April statt.